Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal wieder ein Video meiner Kategorie Creighton antwortet einem anderen Comic-Tuber. Das ist eigentlich gar nicht meine Kategorie, das ist die vom Kane. Also der hat die ins Leben gerufen, ich habe die aber mal übernommen. Und auch schon, glaube ich, 3 Antwortvideos gemacht. Sprich, irgendein YouTuber macht ein Video, entweder fragt er was oder erzählt da was und ich antworte darauf. Und dieses Mal geht es um das Video von Comics Cult Cinema. Der hat in einem seiner letzten Videos gefragt, was haltet ihr eigentlich von alten Comics? Und da habe ich gesagt, und er hat auch in dem Video dazu aufgerufen, auch ruhig ein Antwortvideo zu machen. Da habe ich gesagt, Christe, ja, und jetzt ist es soweit. Ich werde euch das Video natürlich nochmal in der Endcard verlinken und auch in der Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse. So, was halte ich eigentlich von alten Comics? Bei alten Comics spricht er dann wirklich von Comics, die jetzt nicht unbedingt 10, 15 Jahre alt sind, sondern 20, 30, 40 Jahre alt sind. Und die meisten Leute, die meinen Kanal natürlich verfolgen, wissen meine Antwort. Ich lese das und sammle das auch. Aber jetzt könnte man das Video schon beenden, aber es wäre ja ein bisschen doof. Deswegen erzähle ich auch, warum ich das heute noch lese und auch heutzutage noch sammle. Das habe ich schon oft erwähnt und ich erwähne das auch gerne nochmal, weil es kommen ja auch immer neue Zuschauer dabei, die das dann vielleicht nicht wissen. Ich bin aufgewachsen mit einmal Ehapa. Das war mein Zugang zu DC, das war sogar mein Zugang zu allen Superhelden oder zum ganzen Superheldenkram, sage ich mal. Ehapa hatte DC und hat mir die näher gebracht und ja, bei Marvel war es dann der berühmte, berüchtigte Condor Verlag, der mir Marvel Comics, insbesondere damals Spider-Man und Hulk, näher gebracht hat, aber auch die anderen Charaktere nach und nach. Und das ist ja schon mal der, dadurch, dass ich mit diesen Sachen aufgewachsen bin, ist es natürlich für mich ein großer Schuss Nostalgie, wenn ich in so einem alten Comic rumblätter und das lese. Ich erinnere mich dann eben an die, ja, an das, ganz klar an das Gefühl, wie das damals war. Das ist immer so bei mir, wenn ich wirklich einen Comic aus dieser Zeit, was ich eben damals auch gekauft habe, da gibt es nämlich noch Unterschiede. Also das ist bei mir speziell bei den Comics, die ich damals auch gekauft habe und gelesen habe. Da habe ich dieses Gefühl. Dann gibt es natürlich, ist es natürlich so, dass ich damals ganz klar, erst Kind, dann Jugendlicher, da war das Budget natürlich begrenzt. Die Comics waren zwar sehr günstig, wir haben hier zum Beispiel, die Spinne hat hier 3 Mark gekostet und dieses Superman Superband 3,50 Mark, also die Preise waren überschaubar. Und dennoch hatte ich natürlich noch weniger Geld als heutzutage, sodass das die Kaufkraft einfach auch nicht so groß war. Das bedeutet, ich habe auch viele Lücken von damals noch. Jetzt nicht mehr so viele wie früher. Ich habe ja in den letzten Jahren da einiges nachgekauft, aber hatte natürlich dann immer viele Lücken. Und für mich war es dann immer wichtig, diese Lücken zu schließen, weil ich dann eben teilweise ja Comics hatte von früher, wo dann auch mal eine Geschichte drin war, die noch fortgesetzt wurde in einem anderen Heft, was ich dann nicht hatte. Und dann habe ich natürlich nie erfahren, wie ist das eigentlich ausgegangen, ne? Außer teilweise durch Nachlesen im Internet oder so, aber das ist einfach nicht dasselbe. Dadurch kaufe ich auch heutzutage immer noch alte Comics. Ich setze dabei auch durchaus auf Nachdrucke teilweise. Einige Geschichten kommen ja neu raus, dank der ganzen Hardcover-Collections ist es das ja so, dass einige der alten Sachen, die bei Condor oder bei Ehapa kam, durchaus auch nochmal ihren Weg in die heutigen Läden findet. Aber das mache ich auch, dass ich da auch Sachen nachkaufe. Aber lieber ist mir natürlich wirklich die Originale, in dem Fall die deutschsprachigen Originale, in den Händen zu halten.
weil das nochmal einen anderen Flair, ein anderes Gefühl gibt. Ich habe zwar auch dieses Nostalgiegefühl, wenn ich zum Beispiel, ich habe mir einige Geschichten, die ich sowieso schon hatte, habe ich mir auch nochmal in so einem Eagle Moss Hardcover oder Hachette Hardcover nachgeholt, weil ich die so gut fand und das dann in Hardcover-Form haben wollte. Und wenn ich diese Geschichten lese, habe ich auch ein Nostalgiegefühl, weil ich es von damals ja kenne, aber es ist nicht ganz so stark, wie wenn du dann diese deutschsprachigen Originale in der Hand hast. Auch was Werbung angeht, was, wenn man jetzt zum Beispiel hier sieht im Spinneheft 137 und du hast dann diese Werbung für diese beiden Spinne-Specials, die ich auch habe, dann erinnerst du dich dran. Oder für das Masters of the Universe Taschenbuch, was ich nicht habe, aber wo ich dann eben mich an diese Zeit erinnere, das ist schon schön. Die Redaktionsseiten auch, wie das damals, was sie damals geschrieben haben, ist eben auch so ein Zeitzeugnis. Ich mag an diesen alten Stories auch dieses Zeitzeugnis-Ding, das haben die neuen ja auch für heutzutage, aber, und die werden ja auch mal alt, dann wird es da ein ähnliches Gefühl wahrscheinlich sein. Aber hier, man spürt hier eben auch eine gewisse Zeit, die ich dann erlebt habe. Ne? Und das ist sehr viel wert für mich. Und ich hatte jetzt eben letztens das Beispiel, das habe ich mal, ich glaube bei Instagram habe ich das erwähnt, oder das habt ihr auch in so einem Video hier, dass ich zum Beispiel von Buffalo Bill so ein Taschenbuch nachgekauft habe, was ich mal hatte, was mir verloren ging. Als ich das wieder aufgeschlagen habe, war direkt dieses Gefühl da von früher. Ah, das weiß ich. Ich weiß die Story nicht mehr genau, wie die ausging und komplett jedes Panel, aber wenn ich reingucke, weiß ich, ah ja, dann erinnere ich mich an verschiedene Panels und weiß ungefähr, wie das fortgegangen ist, bevor ich es nochmal gelesen habe. Und das ist ein schönes Gefühl. Was ich auch mache bei alten Sachen, wie gesagt, auch Nachdrucke, wie zum Beispiel diesen Showcase Presents Superman Band 1, da habe ich 4 Stück von, also hier Volume 1, das sind so Schwarz-Weiß-Nachdrucke von ganz alten Comics, chronologisch. In dem Fall ist das eben Silver Age Superman, also Stories aus den 60ern. Ein bisschen davon habe ich auch bei Ehapa, aber das meiste davon habe ich noch nie vorher gehabt. Das war dann auch teilweise vor Ehapa oder Ehapa hat es nicht gebracht. Sowas zum Beispiel hatte ich ja in meiner Kindheit nicht, habe ich aber dann gekauft, weil es eben sozusagen connected mit meiner Kindheit. Das heißt, das sind hier Stories, die so ein bisschen das von davor erzählen, was ich dann bei Ehapa gelesen habe. Das spielt dann sozusagen davor und dann sehe ich, gibt es ja eine Verbindung da. Und dann kann ich auch ein paar Sachen, die ich dann bei Ehapa vielleicht nicht verstanden habe, worauf verwiesen wurde, auf alte Geschichten, die habe ich dann hier drin. Und was ich eben auch dann gemacht habe, ist sowas hier, so ein von Panini hier als Neuauflage, Marvel Superheroes Secret Wars. Das ist eben dieses Event, was in dem Spider-Man sein schwarzes Kostüm bekommt. Das habe ich sogar in Hardcover nochmal. Die Story ist gar nicht so toll, sage ich mal. Das ist eher mittelmäßig, aber erstens ist es sehr wichtig und zweitens ist dieses Event damals bei Condor nicht gekommen, aber in den Condor-Heften von der Spinne wurde Bezug darauf genommen. Ne? Das hatte Einfluss auf meine Geschichten sozusagen und dann hole ich mir sowas natürlich dann auch nochmal nach. Ne? Und was man abschließend nicht vergessen darf, die... Deswegen würde ich das auch anderen Leuten, kann ich das durchaus ans Herz legen, auch mal in alte Geschichten reinzugucken, weil vieles, was heutzutage wichtig für einen Charakter ist und worauf auch manchmal Bezug genommen wurde, ist eben damals passiert. Ich bin ja eben, wie gesagt, mit Stories der 70, bisschen 60er eben, deswegen hatte ich mir diesen Band auch noch geholt, um da ein bisschen mehr 60er noch zu haben, also ein bisschen 60er-Jahre-Stories noch, aber mehr 70er, 80er, 90er-Jahre-Stories bin ich eben aufgewachsen und da ist auch unheimlich viel passiert, was die Charaktere bis heute prägt. Ne? Viele haben ein bisschen Angst davor, weil die... Oder sind da desinteressiert, weil die Erzählstruktur natürlich eine ganz andere ist. Aber daran bin ich eben gewöhnt. Ne?
Also das ist für mich kein Problem, diese Sachen zu lesen. Ne? Ja, das war's von mir mit diesem Antwortvideo. Ihr könnt ja auch nochmal reinschreiben, wenn ihr es noch nicht schon bei Comic School Cinema gemacht habt, wie ihr so zu alten Comics steht. Ne? Und wenn ihr die nicht lest, warum nicht? Wenn ihr die lest und sammelt, warum? Das würde mich mal interessieren. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann. Ciao.